Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Deutschland schlägt noch immer die Zeit tot in Guild Wars 2. Das soll aber jetzt fürs Erste, hoffe ich doch, die letzte Solo-Folge werden, in der ich ein bisschen die Gendaran-Felder erkunde. Und beim nächsten Mal sind wir dann, so ist der Plan, wieder in der Gruppe unterwegs und machen dann Story-Quest weiter Richtung Klaueninsel. Aber weil das am letzten Wochenende ja zeitmäßig nicht geklappt hat, habe ich im Moment nur die Möglichkeit, Solo-Folgen zu machen. Beziehungsweise euch ganz ohne euer geliebtes Guild Wars 2 zu lassen. Oh, ein Champion. Das kann ich natürlich nicht tun. Komme ich irgendwie an den dran? Will ich das? Das ist doch bestimmt irgend so ein Event, wo dann hier die Tür zugeht und dann kommt der da raus und man muss gegen den kämpfen. Könnte ich mir so vorstellen. So, jetzt kurz umblicken. Wo gibt's was? Hier ist noch unaufgedeckt. Da will ich hin. Hallo, Zentauren, Harati. Ignoriert mich einfach. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Tamini und Harati ist. Aber ich habe beschlossen, ich erledige dieses Katapult. Und zwar genau aus diesem Grund. Haha. So, jetzt kann ich nämlich in aller Ruhe hier erkunden, ohne andauernd beschossen zu werden. Also ein Pelikan kenne ich ja wohl. Aber was ein Pelikanal sein soll? Ein Pelikanaal. Hat der so einen Pelikanschnabel vielleicht? Hm. Nicht wirklich. Sieht so ein bisschen aus wie die Wehrform der Quaggan. Wenn die in den Kampfmodus schalten. Finde ich. Jetzt gucke ich mal eben, habe ich Unterwassertötungen auf dem Programm? Dann würde ich hier in dem Tümpel vielleicht ein bisschen aufräumen. Aber das ist ohne, ne? Sieht nicht so aus, nee. Keine Unterwassertötung, dann brauche ich hier auch jetzt nicht alle Fische umbringen. Dann widme ich mich jetzt der Sehenswürdigkeit. Nicht der Sehenswürdigkeit. Das verwechsel ich übrigens öfter, ne? Aussichtspunkt und Sehenswürdigkeit. Liegt ja auch irgendwie nah beieinander. Jetzt kommen einige Turbulenzen auf sie zu. Weil so ein Aussichtspunkt ist natürlich sehenswürdig. Und eine Sehenswürdigkeit, da hätte man gerne eine gute Aussicht drauf. Oder so. Ja, wer rennt denn da? Mit einer merkwürdigen Flammenwerfer-Animation. So, wo mache ich weiter? Wo mache ich weiter? Hier mache ich weiter. Da ist noch unaufgedeckt. Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Spinat, Kraft, Popeye. Das gibt dem Deutrad Kraft. Es gäbe, wenn ich die Pflanzenfaser nicht ruinieren würde. Also aus dem Spinat ist nur Matsch geworden. Oh, der ist aber großzügig mit seinen ruinierten Pflanzenfasern. Da hinten sind noch welche. Da muss ich jetzt aber, glaube ich, zuerst den Veteran erlegen. So,
So, mein liebes Pet holen, was sich dann ein bisschen um den kümmert. Und ein bisschen die Flammen auf ihn herabregnen lassen. Alles kein Problem. Wir sind ja auch runtergestuft auf 33. Sollte also für uns als eigentlich 51er ja auch keine Schwierigkeit sein. Ein wackerer Stab ist nicht besser als der, den ich habe. Okay. Habe ich überhaupt irgendwas Ausrüstungswertes gerade bei mir? Nö. Und ein doch, zwei Spinat sogar noch. Die sich hier verstecken. Hoppla, jetzt habe ich mich fast erschreckt. Ah, Wegmarke. Und da ist der Übergang in die unbekannte Gegend. So verlockend es ist, nein, da werfe ich jetzt keinen Blick rein. Tja, puh. Was ist das? Beschleunigung. Reichlich Moas, aber ich lasse die am Leben, obwohl ich sie täglich töten könnte. Aber die sind so nett. Ich mag Moas irgendwie. Also es tut mir mal ein bisschen leid. Hallo Einsiedler. Leute belästigen. Gruft, Gruft. Treppe hinunter, Gruft. Versteckte Fallen. Die ersten werden eure Reise verkürzen. Oh Mann, durchkommen. Wo bleibt denn da der Spaß? Könnt ihr mir nicht einen Hinweis geben? Verdammt wütende Spinne. Ja, das, Mann. Oh, guck mal, da ist jemand. Da geht das schon los mit den Fallen, ne? Ja. Nein, oh, oh, oh. Ich dachte, ich hätte das System erkannt. Habe ich aber nicht. Böse Kreise, böse Kreise. Hoppla! In der Tat, böse Kreise. Ach, ist das nicht der, den wir vorhin vom Aussichtspunkt aus gesehen haben? Ich meine doch, der hat ja auch einen Flammenwerfer, da ist das doch naheliegend. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Machen wir richtig einen auf Ingi. Strahlender Tod. Tja, der Name ist Programm bei ihm. Da ist die Spinne. Da ist ein Geheimgang. Da ist noch eine Spinne. Und eine Veteranspinne. Ich bleib mal lieber bei ihm. Ich baue darauf, dass er weiß, was er tut. Möglicherweise eine Fehleinschätzung. Ganz schnell mich hier heilen. Nein, dich wollte ich. Dich. Und jetzt wieder Flammen. Ich brauche Feuer. Ich brauche Damage. Ich brauche. Oh, ich kann mich heilen. Ich kann mich heilen. Ich kann mich heilen. Und er wird von der Veteranspinne verfolgt. Das ist ja super. Ja,
er hat den Felsen auf die Steinplatte gelegt, wie wir das ja auch schon aus Ascalon kennen. Die Katakomben. Mit ihm braucht er Heal. Ich gehe einfach mal Heal raus. So. Und da hinten auch. Jetzt liegen da und da liegen Steine. Dann müsste sich ja jetzt irgendwas getan haben. Ach, da hätte man auch einen mitnehmen können. Die Fallen hier sind aber noch aktiv, wie es scheint. Gehen wir hier durch die Tür, kämpfen wir lieber nicht gegen die Champion-Spinne. Warum nicht? Ich würde schon gerne gegen die kämpfen. Aber erstmal die Truhe sichern, was man hat, das hat man. Ach, die Spinne haut auch ab. Jo, passt. Wo ist er hin? Das ist hier der Ausgang, nehme ich an, der... Aber ich kann doch die Spinne nicht einfach so leben lassen. Ich meine, ich habe einen Ruf zu verlieren. Komm, Spinne. Komm, komm, komm. So, mit meinem... Ich hoffe, die resettet jetzt nicht, weil wir sie zu weit gefühlt haben oder so. Oh, böse Spinne, böse Spinne. So, ein bisschen Heilung auf uns drauf, dann hier ein bisschen dies und ein bisschen das. Blenden und betäuben. Nochmal... Das ist aber eine zähe Spinne, wenn ich das so sehe. Die wird nicht down gehen, bevor mein Elementar entweder kaputt ist oder abgelaufen ist von der Zeit her. So viel steht schon mal fest, dieser Kampf ist nicht zu gewinnen. Zumindest nicht mit meinem Damage Output. Oder... Mangel an dessen. Nein, das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, ich kann die Spinne noch überreden, mir nicht zu folgen. Ja, sie ist weg. Gut, ist auch besser so. Also, selbst wenn ich das geschafft hätte, das wäre ja noch eine Riesenaktion gewesen. Nee, also das, die hätte mich umgehauen. Das hätte ich nicht hingekriegt. Ihr habt ja gesehen, also da waren gerade mal 10% von ihrem Leben runter, wenn überhaupt. Und ohne mein Pet hat mich die ganze Zeit das Vieh auf mir. Und die hat bestimmt einen Damage-Output, dem ich nicht gewachsen bin. Zu zweit hätten wir es geschafft, glaube ich. Hätte der mit mir jetzt noch gekämpft, hätten wir es, glaube ich, geschafft. So, wir können ja wiederkommen. Das war aber eine spannende Höhle. Hat Spaß gemacht. Aber wo geht's weiter? Da drüben ist ein Herz. Und das will ich mir jetzt noch vornehmen. Hast du einen Erfolg bekommen? Oh, puh. Puh, da habe ich nicht drauf geachtet. Kann ja mal eben gucken bei den Erfolgen, aber wo wäre das dann zu finden? Ne, nach der Truhe habe ich auch nichts bekommen. Nach der Truhe habe ich auch nichts bekommen. Gut, dass ich schneller reden kann als tippen. Habe ich jetzt behauptet, wenn das jetzt nicht so war, stehe ich dumm da. Aber ich habe bewusst, habe ich es nicht gesehen. Falls ich irgendwas bekommen habe, ich habe es nicht gesehen. Dachte, es wären Exploratorenrätsel. Ja, das sah auch wirklich so aus. Huch, was ist denn jetzt passiert?
Na, nicht so, so meine ich. So und so und so. Dann gibt es keinen Erfolg. Ja, ich fand, also persönlich für mich war es ein Erfolg. Ob das jetzt im Spiel irgendwo mitgezählt wird oder nicht, ist doch egal. Oh, nix wie weg. Und, ich danke dir auch. So. Nee, das ist mir hier gerade zu heftig mit den beiden komischen Banditen. Ich glaube, ich mache das dann so, dass ich die Herzquest jetzt doch nicht mache. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit einer etwas größeren Truppe und dann können wir auch etwas mehr reißen. Hui, kann ich schön damit jonglieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.